Servus und Glück auf. Ich begrüße euch, dass ihr wieder hier seid. Ich bin der Jan und wir schauen uns heute an, was passiert, wenn ein renommierter 3D-Druckerhersteller sich mit einem Kickstarter-Projekt an die Öffentlichkeit wendet und sagt, hey, ich brauche Geld, damit ich was Neues machen kann. Sagt mir, wie ihr einen 3D-Drucker haben möchtet, ich setze es um. Dabei rausgekommen ist von Creality, das ist der hier, der CR6 SE. Den schauen wir uns heute mal an. Das Druckvolumen des Creality CR6 SE beträgt 235 x 235 x 250 mm. Nicht wirklich klein, aber auch nicht wirklich groß. Das Druckbett des CR6 SE wird automatisch gelevelt. Ihr habt keinerlei Räder mehr an dem Druckbett, um die Höhe einzustellen. Ist aber auch nicht schlimm, das automatische Leveln funktioniert sehr gut im Gegensatz zu dem einen oder anderen Drucker. Ein 32-Bit Mainboard sorgt dafür, dass der G-Code ordentlich abgearbeitet werden kann und auch gerade zum Beispiel in Kurvensegmenten, wo viele verschiedene Positionsänderungen hintereinander kommen, der Drucker nicht ins Stocken gerät. Dadurch erscheint der generelle Druckvorgang meines Erachtens nach deutlich flüssiger. Creality setzt bei diesem Drucker ähnlich wie Anycubic auf ein Glasdruckbett oder glasähnliches Material, welches allerdings im Gegensatz zu den Anycubic-Modellen mega einfach entfernt werden kann, indem man vorne die beiden Klammern öffnet und das Druckbett einfach entnimmt. Der Drucker hat eine duale Z-Achse mit zusätzlichem Synchronisierungsband oben, welches dafür Sorge trägt, dass auch bei höheren Drucken beide Achsseiten gleich hoch sind. Der Extruder hat einen Schnellspannmechanismus, welcher das Einführen von Filament sehr einfach gestaltet. Vor dem Extruder befindet sich noch ein optischer Filamentsensor, welcher dafür Sorge trägt, sollte das Filament leerlaufen, Rolle leer, was auch immer gebrochen, dass der Druck pausiert werden und an der entsprechenden Stelle weitergeführt werden kann. Die meisten anderen 3D-Drucker haben natürlich ebenfalls Filamentsensoren, diese sind aber meist nicht optisch, sondern mechanisch. Und das ist noch ein Takt. So, der Creality CR6 SE ist zusammengebaut. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Zusammenbau. Also was ich sagen kann, es ist schon mal eine sehr, sehr wertige Haptik. Der Rahmen ist schön starr, sehr, sehr stabil. Der Zusammenbau an sich empfand ich als einfach. Dadurch, dass die Spaltmaße relativ gut eingehalten wurden, war auch der Rahmen relativ schnell dran.
Was ich allerdings als echt dürftig bezeichnen muss, ist die Anleitung. Also ich musste da jetzt, ihr habt es vielleicht schon gesehen, mehrmals da drauf gucken, um zu verstehen, was der gerade von einem möchte. Trotz, dass ich die englische Variante der Anleitung genommen habe und ich gut Englisch spreche, aber das war jetzt gerade schon sehr, 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 sehr missverständlich. Was ich richtig geil finde, das muss ich ja schon mal an der Stelle sagen, ist das abnehmbare Glasbett. Das Ding zu wechseln ist eine Sache von ein paar Minuten. Und jeder weiß, wenn so ein Ding zermackt ist, und das passiert, wenn man nicht aufpasst, doch relativ häufig, ja, häufig ist übertrieben gesagt, aber es passiert halt, dann ist der Austausch hiervon sehr, sehr angenehm. Was ich auch richtig geil finde, ist der kleine Werkzeugkasten, der hier unten mit dabei ist, der das Werkzeug echt ordentlich verstaut, den ich auch echt erstmal suchen musste. Ich habe mir so gedacht, das kann doch nicht sein, dass Anycubic alles an Material beiliefert, was man braucht, um das Ding zusammenbauen, und Gravity nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ein Video gesehen habe von Joel, einer meiner Lieblings-YouTuber, was 3D-Drucker angeht. Ich verlinke mal seinen Kanal auch gleich mal hier. Der ist sehr, sehr netter Typ. Dass der das auch schon ziemlich geil gefunden hat, und das ist mir in dem Moment eingefallen. Jetzt haben wir den zusammengebaut, und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die erste Inbetriebnahme darstellt. Wichtigstes und schönstes noch. So, es ist soweit. Wir schalten den Gravity das erste Mal an. Das ist immer sehr, sehr spannend. Mal gucken, was passiert. Im Idealfall geht er einfach nur an. So, laut Anleitung sollen wir das gute Stück als nächstes jetzt erstmal leveln. So, und dafür ist hier der Punkt Leveln, um das Ganze automatisch machen zu lassen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ist eines der Features, womit der CR6 SE bei Kickstarter ja richtig gehypt wurde. So, Leveling, Auto-Leveling. So, jetzt sagt er, warte bitte, bis der Nozzle auf 120 Grad ist. Und dann geht's wohl los mit dem automatischen Leveln. Sehen hier, die Temperatur steigt langsam. Gucken, dass ich das für euch ein bisschen schöner bekomme. So. Ich hoffe, man kann das nachher im Video gut sehen. Wenn nicht, tut es mir leid. Könnt ihr ein bisschen auf mich schimpfen. Also er fährt jetzt einen Punkt nach dem anderen ab. Wir sehen jetzt hier auf dem Display 1, 2, 3, 4. Also erst die Achse. Dann geht er so wieder runter. So hoch und so runter. Und damit hat er dann 16 Kalibrierungspunkte, anhand dessen er weiß, wie auch eventuell das Glasbett gewölbt ist. Weil die Dinger sind ja auch nicht hundertprozentig gerade und glatt. Da kann er dann so ein bisschen gegenwirken. Entschuldigt das Gequietsche. Ich weiß es nicht, ist er jetzt fertig oder? Also hier steht, warte, bis er gelevelt ist. Ja, ich würde sagen, der ist fertig. Ja, war anscheinend fertig. Lassen wir ihn nochmal kurz durchlaufen. Danach legen wir auch schon das Filament ein, würde ich sagen. Und wir nehmen auch das Filament, was dabei ist. Das, was ihr wahrscheinlich dann auch als erstes probiert. Hier so eine kleine Spule mit dabei. Ich weiß gar nicht, was sind das denn da drauf? 200 Gramm, bisschen Weiß. So, für die ersten Drucke sollte das ausreichen. Während er jetzt das zweite Mal levelt, weil ich nicht abgewartet habe, nehmen wir das mal.
Bei eurem ersten 3D-Drucker solltet ihr definitiv, wenn ihr euch Filament kauft, auch nicht am Filament sparen. Gönnt euch ein bisschen was Höherwertiges, nehmt nicht die billige Schoße, wenn ihr noch am Lernen seid. Ihr möchtet am Anfang so viele Fehlermöglichkeiten wie möglich raushaben. Was ein guter Kompromiss ist, meiner Meinung nach, Achtung, keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt, ist 3D Jake, 3D Jake. Gutes Filament, vernünftiger Kurs und ich habe damit eigentlich noch keine Probleme gehabt. Was ich hier aber jetzt schon mal zum Beispiel sagen kann, bei dem Filament hier, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, das ist schon jetzt ein bisschen spröde und brüchig. Aber gut, sind ja nur 200 Gramm, was soll es mich ärgern, aber wir wollen ja ein Unboxing machen und da probieren wir das, was dabei ist. Ich werde aber definitiv auch mit anderem Filament das ausprobieren. So, jetzt geht's mal ans Filament einfädeln. Ich nehme jetzt als erstes mal die Zange, die hier mit dabei ist. Man soll ja das Filament zum Einfädeln, ich hoffe, man sieht das, was ich hier gerade mache, im 45 Grad Winkel anknipsen. So, das ist übrigens die kleine Zange mit dabei ist. Ich finde das Ding sehr, sehr süß. So, jetzt müssen wir ihm als erstes mal sagen, dass er aufheizen soll. Preheating, weil... Ups, Entschuldigung. Na komm, setz mal die Kamera um. Was kostet die Welt? Ihr sollt sehen, was ich tue. Zack. So, das sieht gut aus. Back. Prepare. Preheat. PLA. Jetzt sehen wir auch schon, die Temperatur hier unten ist auf 200 Grad eingestellt und er beginnt aufzuheizen. So, da, ich habe jetzt aber leider nur so ein blödes Stativ hier. Und nehme euch jetzt hier damit mal wieder rüber, weil jetzt geht es jetzt zum Einfädeln. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier ist die Rolle und hier oben ist der Extruder. Hier ist der Filamentsensor. Ich würde spontan sagen, wo ist denn mein Anfang hier? Das ist auch noch mein Mikrofonarm im Weg. Ich habe es noch nicht leicht hier. Und wer ist schuld? Ich selber. Hallo, Anfang. Ah, hier. Also, was ich schon mal sagen kann, die Spule scheint jetzt nicht so toll aufgewickelt zu sein, aber gut, das ist ja auch nur Demo-Material. Mal kurz in der Anleitung gucken, wie rum die das eingelegt haben wollen, bevor ich jetzt hier Schluss mache. Die wollen, dass das Filament nach oben rauskommt. Macht ja auch Sinn. So. Ich finde den Spulenhalter hier eigentlich schon ziemlich sexy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss mal gucken, wie sich das hier mit dem Kabelgebimsel ausgeht. Aber hier passen auch ziemlich breite Spulen drauf. Finde ich sehr gut. Kann man jetzt aber noch ein bisschen umsetzen. Gerade machen, deswegen gerade. Jetzt muss ich aber auf die Hand. Oh, der Filamentsensor schlägt direkt an. Wenn ich in der Tonqualität schwanke, ist das, weil ich um das Ding rumgehe. So, jetzt soll man hier nicht dazwischen drücken. Das sieht man jetzt wahrscheinlich relativ schlecht. So, hier ist ein kleines Loch hinter dem Filamentsensor. Und. Ah, so ist zugeschnappt. Okay. Nee, oder nicht? Ist so offen oder zu? Okay, jetzt ist es auf jeden Fall eingerastet, würde ich dann sagen. Jetzt habe ich die Spule so ein bisschen abgewickelt. Das ist ganz blöd. Die Spule gewinnt schon mal bei mir keinen Preis hier. Aber gut, das ist ja nur das Testmaterial. Hier bin ich ein bisschen zur Seite machen. So, jetzt ist der auch in der Zwischenzeit eingelaufen. Warm gelaufen, eingelaufen, ja genau. So, zum Laden den Hebel rüber machen. Reinschieben. Cutting for. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal im Menü auf Feed
Filament Loading, ja, das ist richtig. Du sollst das jetzt laden. Das ist jetzt in deiner Anleitung so ein bisschen blöde geschrieben. Dann verstehe ich nicht so ganz, was die gerade von mir wollen. Dann verstehe ich es überhaupt nicht. Aber gut. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob wir den Kopf ein bisschen höher kriegen. Das ist beim raus. Jetzt gucken wir, dass wir mal den Druck ein bisschen höher bekommen. Ich habe gerade hier im Menüpunkt Repair gefunden. Und da kann ich jetzt den Kopf auch ein bisschen hoch machen. Ja, sehr schön. Aber wenn der so weit unten ist, hilft uns das gleich beim Filamentladen nicht so wirklich. Weil ich möchte das ja auch ein bisschen rauslaufen lassen. Oh, das Bett ist schon auch heiß. Ist auf 60 Grad schon geheizt. Ja klar, ich habe ja Preheat gemacht. So, dass ihr auch gleich was davon seht. So. Und jetzt müssen wir das Filament reinfeeden. Filament Loading. Seht ihr jetzt schon irgendwas oder bin ich zu... Bin ich gerade zu blöde? Das kann nämlich auch sein. Wie gesagt, für mich ist das das erste Mal mit einem Creality-Gerät. Ich war sonst mit Anycubic unterwegs. Sehen. Hier passiert nur nichts. Aber jetzt kann ich es reinschieben. Ah, okay. Wieso das gerade eben nicht ging, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt das Filament hier schieben. Das hier gefällt mir wirklich nicht so ganz mit dem Kabel. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie so ein bisschen anders gemacht kriege. So, wir schieben jetzt mal das Filament durch. So, jetzt kommt aber hier unten, das seht ihr jetzt noch nicht. Gleich schon so ein. Ja, da kommt die Wurst schon raus. Jetzt ist das Filament geladen. Was ich als erstes hier sehe, hier kommt ein bisschen Gelb raus. Ich würde also sagen, der Drucker wurde vom Werk schon mal getestet, was mir eigentlich schon mal sehr gut gefällt. Weil sonst wäre da kein Gelb. Ja, es ist gut. So, Filament ist geladen. Und damit sollte das gute Stück einsatzbereit sein. Print. Ist da auch eine SD-Karte mit irgendeinem Probeprint dabei? Ja, hier ist eine SD-Karte. So, ich würde da schon fast Geld drauf wetten, dass da ein Testprint mit dabei ist. Sobald ich den SD-Karten-Slot gefunden habe, lasst euch nicht irritieren, ich reiß nur gerade die Bude ab. Lasst euch von dem Lärm nicht irritieren. Ah, hier ist der SD-Kartenslot, der ist auch noch zugeklebt mit einer, mit einem Hinweis, wie rum die SD-Karte reinkommen muss. Jedes Schild hat einen Grund. Und ich hätte sie wahrscheinlich auch andersrum reingemacht. Oh, die rastet sogar ein. Oh, das ist aber schön. Mit Klickhaptik. So, Print. Hier ist aber kein. Entweder ist die Karte leer oder initialisiert die nicht. Wenn die eingesteckt wird, schalten wir mal aus und wieder an und dann gucken wir mal, ob da was rauskommt. Entweder ist die Karte leer. Ne, richtig rum war sie. Sehen Sie nichts. So, Fehler gefunden. Auf der SD-Karte ist natürlich einiges drauf, unter anderem auch schon die ersten Modelle. Die sind dann allerdings in einem Unterordner, die der Drucker nicht lesen kann. Das heißt, er liest nur die Sachen, die unten im ersten, auf der ersten Ebene sind, im Wurzelverzeichnis. Wir gehen jetzt hier auf Print. Jetzt sehen wir hier so eine Auswahl an Sachen, die da drauf sind, die schon dabei waren. Und ich habe irgendwo mal gesehen, dass bei Creality der Hund so das Standard
Testdingen ist, was bei Anycubity Pinguine sind. Pinguine, Eulen. Eulen! Komische Pinguine, sind Eulen! So, jetzt wählen wir hier den Hund mal aus und sagen mal Print. Jetzt gucken wir einfach mal, was da draus wird. Wird wahrscheinlich keine schöne Zeitrafferaufnahme. Ich hoffe, dass der Druck überhaupt vernünftig rauskommt. Das ist nämlich die erste große Quizfrage. Aber eigentlich bin ich da recht zuversichtlich. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir schauen uns nun die Drucke an, die ersten drei Drucke, die ich damit gemacht habe. Als erstes der Creality-Hund, danach wie immer ein Banshee, beide aus dem Filament, welches mit dem Drucker mitgeliefert wurde. Und dann natürlich nochmal ein Banshee mit dem 3D Jake PLA Basic Black, hau mich blau, dreht mich tot, keine Werbung, ich habe selber bezahlt. Bevor jemand schreit, ich habe schwarzes Filament genommen und bin extremst nah rangegangen mit der Kamera, damit man auch wirklich, wirklich alles an Details sieht. Dadurch sieht das Benji, wenn man es losgelöst von der Tatsache betrachtet, dass es extrem nah ist, nicht gut aus. Der Druck ist allerdings wirklich dafür, dass er out of the box ist, ich würde schon sagen, extrem geil. So, damit sind wir jetzt auch am Ende von dem Video. Ich möchte jetzt noch ein Fazit ziehen über den CR6 SE. Was soll man denn sagen? Ist es ein guter Drucker? Ja. Was finde ich gut daran? Das automatische Leveln ist geil. Er ist gut konstruiert. Er ist eigentlich einfach zusammenzubauen, wenn man die Anleitung verstanden hat und nicht wie so ein Holder wie ich das Ding mehrmals lesen muss. Er ist durchdacht. Er hat mit der kleinen Werkzeugschublade eine hübsche Sache. Der Extruder ist stabil, zieht ordentlich das Filament ein. Ist von der Bedienung her schön einfach. Was mir allerdings definitiv nicht gefallen hat, ist die von Creality angepasste Version des Cura. Die habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil sie sieht im Endeffekt aus wie Cura, hat aber so ein paar Eigenheiten. Primär ist die dazu gedacht, dass halt ein eigenes Profil hinterlegt ist, welches quasi vorgegeben wird. Das Problem dabei ist, das ganze Profil wird nicht richtig geladen. Bedeutet, wenn der Computer aus irgendeinem Grund, zum Beispiel in Stromsparmodus geht oder der Cura neu angemacht wird, kann es sein, dass einfach das Profil nicht da ist. Und wenn man das nicht mitbekommt und das Objekt sliced, kommt dann am Schluss halt auch irgendeine Kacke bei rum. Plötzlich braucht der Drucker dann doppelt so lange, wie er sonst brauchen würde. Die Druckqualität ist Murks, weil er ja ohne das entsprechende Profil das Ding vorbereitet hat. Ansonsten ein guter, grundsolider Drucker, vernünftige Preis-Leistung. Ich denke, es ist ein schöner Drucker für jemanden, der gerade zu Anfang nicht viel Arbeit damit haben möchte. Hat aber im Umkehrschluss auch einen weniger großen Lerneffekt als bei einem anderen Gerät, welcher einen mehr dazu zwingt, das Gerät auseinanderzubauen, ein bisschen mehr sich anzuschauen. Ja, das wäre so meine Meinung. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich würde mich noch über ein großes Gefällt mir auf dem Video freuen, damit YouTube das Video auch anderen Leuten vorschlägt. In dem Sinne, euer Jan.